zwei Wochen lang durch die ganzen Bikeparks ballern. Bikepark Albstadt. Was geht ab, Leute? Willkommen zum ersten Video meines Reverse Roadtrips, den ich jetzt angehen werde. Und zwar befinde ich mich hier gerade bei den Reverse Components Headquarters mit dem Chef der Firma. Hi, servus. Peter. Reverse unterstützt mich jetzt schon eine Weile mit allen Bikeparts und Teilen, die ich so brauche. Und Reverse unterstützt auch unter anderem einige Bikeparks in Deutschland und auch europaweit. Wir haben uns jetzt überlegt, beziehungsweise der Peter und Steffen hatten die Idee, warum nicht einfach mal einen richtig geilen Roadtrip machen, zwei Wochen lang durch die ganzen Bikeparks ballern. Überall Videos drehen, filmen. Das werde ich jetzt die nächsten, ich denke, mindestens zwei Wochen angehen. Ihr könnt euch freuen auf Châtel, Evo Bikepark und Albstadt, Tocknau, Sasbach-Walden. Ja, also einiges und vielleicht auch ein paar coole neue Spots für euch alle. So, Chefin fährt weg. Ihr Auto hat die gleiche Farbe wie mein Bike. Und ich packe jetzt zusammen und dann geht's los. Wie ihr vielleicht wisst, hatte mein letztes Auto einen Motorschaden. Deswegen dachte ich mir jetzt extra für diesen Trip und allgemein ist es praktisch ein Bulli. Hab mir jetzt so einen alten T5 hier gekauft. Viel Erfolg. Besten Dank. So, ich bin jetzt hier im Bikepark Albstadt angekommen. Allerdings hat es gerade schon einmal richtig krass gedonnert. Ich hoffe, dass es gleich also nicht gewittert. Ich hoffe, dass wir jetzt noch ein paar richtig geile Laps reinkriegen. Und ich beeile mich jetzt. Ich switche jetzt auf die GoPro um, weil ich nicht diese Kamera mitschwimmen will. Let's go. So, da sind wir. Schlepplift, Bikepark Albstadt. Ich wurde hier gerade ganz herzlich begrüßt und direkt eine Liftkarte bekommen. Und werde jetzt erstmal hier die ganzen Trails ausprobieren. Ich habe mir sagen lassen, das mit dem Gewitter zieht wohl vorbei. Sieht doch eigentlich wieder ganz gut aus da oben. Ach, jetzt kann ich es auch kaum warten nach. Ich glaube, ich bin jetzt bestimmt 7,5 Stunden insgesamt mit dem Auto hin und her gefahren. Jetzt endlich zu shredden. Da war die Strecke gesperrt. Das wusste ich nicht. Also, hier im ganzen Bikepark gilt alle Schonerpflicht, Rücken, Ellenbogen, alles. Und das hat auch einen guten Grund. Ich habe den Trail vorher nicht vernünftig abgecheckt. Bin hier fast in die Dinger gerast. Guck mal, ob mein Handy noch heil ist. Ja, Glück gehabt, ist noch heile. Also ohne Ellenbogenschoner wäre ich jetzt wahrscheinlich wieder schon richtig am Sack gewesen. Excuse my language. Ich hoffe, das Rad ist heile. Warte. Mal kurz checken. Ja, sollte passen. Weiter geht's. Also wo war ich stehen geblieben? Local hat mir kurz schon hier zwei Tracks gezeigt. Gibt richtig viel zum Springen. Richtig geil. Auch definitiv viel für Fortgeschrittene. Und immer 1000 verschiedene Optionen, also sollte man sich den Park definitiv vorher wirklich ein, zwei Mal angucken, nicht wie ich gerade nochmal einfach da einballern.
verschiedene Strecken hat es hier. Die haben dann jeweils immer noch so ein paar externe Strecken, die man fahren kann. Ich glaube, ich bin jetzt alle vier einmal abgefahren. Und jetzt können wir ein bisschen ballern gehen. Alter Vater. Ach man, das gibt's nicht. Knie ist offen. Scheiße. Ah, geht so. Fuck. Scheiße.
Die Debatte, wer hier wen zerlegt hat, ich den Park oder der Park mich, lassen wir hier mal offen. Selber schuld, ich bin mit ziemlich viel Bar auf den Reifen gefahren, weil ich gerne springe. Und dadurch ist es natürlich extrem rutschig in den Kurven, wenn es ein bisschen steinig ist. Ja, eigene Dummheit, selber schuld. Zum Glück nur eine Schnittwunde. Sieht schlimmer aus, als es ist. Bisschen desinfizieren, dann geht's weiter. Allerdings ist es hier sowieso angefangen zu regnen. Deswegen war es auch leider schon aus dem Bikepark Albstadt. Lohnt sich auf jeden Fall herzukommen. Viele verschiedene Strecken, vor allem viele Sprünge, was ich immer richtig geil finde in einem Bikepark, dass es nicht nur flach runter geht, sondern viel Airtime. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, zieht Schoner an und fahrt nicht so viel Bar auf den Reifen. So Leute, das war es auch schon aus dem ersten Video und aus dem Bikepark Albstadt. Ich wäre gerne noch länger gefahren, ist es ein bisschen doof gelaufen, habe mir mein Knie ein bisschen zerfetzt. Hoffe, dass es jetzt über die Tage auch schnell wieder besser wird. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr sonst noch so gerne sehen wollt, vielleicht auch aus dem Bikepark Albstadt. Jetzt befinde ich mich hier schon in Frankreich im Stride Indoor Bikepark, ist der größte Bikepark Europas. Gibt es dann im nächsten Video, also seid gespannt. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu seid. Peace.